Also, dass kein Video vorhanden ist, das hat nur damit zu tun, dass Kermit einen Fick auf ihn gibt und nicht, weil er zu dumm ist. Wenn du mich jetzt isst, ist das eine Vollblamage, weil deine Kommentare Konter darstellen. Spiel mit offenen Karten, deine Lines, die sind leider komplett arm, wenn du mich eigentlich feierst. Und jetzt soll ich böse Zeilen abkriegen, Onanier-Style. Erst schleimen, dann schießen. Ich bin einer der, die den Hype nicht verdienen. Du bist einer der, die den Hype transportieren. Durch mich werden deine Probleme mehr. Das Battle ist für mich wie du ohne CR, du Bastard. Neben einem Lauch bist du ein Streichholz und neben einem Streichholz ein Sackhaar. Ich deepfrote die Hure und breche ihr dabei den Rücken, denn sie ist so dünn, sie passt locker beim Fließboden in Fugen. Und würde deine Stimme physisch dargestellt, wäre sie noch dünner als du selbst. Greasy fällt aus allen Wolken, denn der Kermit gibt ihm keine Props zurück. No, jeder von uns sollte nämlich auf dich scheißen, denn er gibt kein Fick, yo. Wer gibt dir die Erlaubnis auf Beats zu rappen? Du Vorzeige-Wannabe mit schiefer Fresse. In diesem Battle reiß ich Creasy die Maske ab, aber hab trotzdem mit dem Scream zu rechnen. Er hat keine Chance, ich schlitz ihm die Kehle auf, er sieht mich entgeistert an. Weil dadurch vor der Cam ständig Blut fließt, wird der ganze Clip zu einem Scary Movie. Ich wette, bei den Filmen kommt dir nichts in den Sinn, wenn du wirklich so alt bist, wie du klingst. Willst deine Härte mit Rap beweisen, aber musst für Robbie Bubble deinen Perso zeigen. Hey, ich weiß, früh übt sich, aber warum Creasy? Nenn dich doch David 3. Du bist der Inbegriff vom Messdiener-Level. Meine härteste Punchline ist mein Desinteresse, Kid. Creasy fällt aus allen Wolken, denn der Kermit gibt ihm keine Props zurück. No, er tut das, was jeder von uns sollte, nämlich auf dich scheißen, denn er gibt kein Fick. Ja, ja.